ja, aus dem Bereich der Mengenlehre. Ich habe eine eigene Playlist gemacht, da findet ihr auch noch Übersichten, falls ihr noch Fragen habt. Solltet ihr da alles finden. Wenn noch was ist, was fehlt, dann einfach durchschreiben. Ihr sollt jetzt hier die Komplementärmengen von 2, 3 bezüglich den natürlichen und den reellen Zahlen bilden. Bei den natürlichen Zahlen kommt es dann noch darauf an, ob mit 0 oder ohne. Wenn wir also n außer 2, 3 angeben sollen, dann müsste klar sein, wenn die 0 mit drin ist, 0, 1, 2 Pflicht raus, 3 Pflicht raus, 4, 5, 6 und so weiter bis unendlich durch. Bei den reellen Zahlen ist es ein bisschen kniffliger. Wenn wir da 2 und 3 rausnehmen wollen, dann haben wir ja bei 0 hier angefangen. 1, 2, 3 und so weiter und so fort. Ups, minus 1, minus 2. Eben nicht nur die ganzen Zahlen. Also plus 1, plus 2, plus 3, minus 1, minus 2, minus 3, sondern auch alles, was dazwischen noch ist. Also muss ich hier das Ganze ein bisschen exakter hinschreiben im Sinne von minus unendlich geht's los, offensichtlich bis zur 2. Aber die 2 ist ja nicht mit drin. Jetzt kommt es darauf an, ob ihr diese bei der Mengenangabe die eckigen Klammern nach außen macht, um zu zeigen, minus unendlich natürlich nicht, das gibt es nicht, ist ja nur ein Gedanke unendlich, 2 ist auch nicht mit drin, oder ob ihr in der Klammerschreibweise das Ganze angeben müsst. Wichtig ist nur eben die 2 nicht mit drin, aber und 2 bis 3, der Bereich ist natürlich mit drin, aber eben die 2 nicht und die 3 nicht und wieder von 3 bis unendlich. Ja, da dürft ihr jetzt nicht durcheinander kommen. Hier haben wir ja nur 0, 1, 2, 3, 4, die 2, 3 Pflicht raus, 4, 5, 6, weil die natürlichen Zahlen wirklich nur ganzzahlig dann angegeben werden im positiven Bereich. Hier haben wir ja jetzt Bereiche von bis, wo ja eben alles dazwischen auch mit dabei ist und hier natürlich auch alles dabei ist und eben nur die 2 und die 3 nicht. Und das soll das eben hier deutlich machen. Wir haben eigentlich von minus unendlich bis 2 alles, von 2 bis 3 alles, von 3 bis unendlich alles, aber nur eben jeweils immer da, wo die 3 und die 2 ist, das Ganze natürlich nicht mit drin.